der sagt, ich bin ein guter Mensch, ich will niemanden Gewalt antun und töten. Da können wir von Glück sprechen, aber die Schrift ist so, wie sie ist. Und der Nächste führt dann vielleicht einen Terroranschlag aus. Wir hatten in Spanien, hatten wir einen Terroranschlag, wo friedliche Moslems, die vorher Bäckerlehrlinge in ihrem Ort waren, und dann von einem Imam mit diesen Koranbefehlen aufgehetzt wurden. Die haben in Granada dann mit einem Bus, sind sie durch die Fußgängerzone und haben 10 Menschen plattgewalzt. Das ist nicht lustig. Da sind Menschen getötet worden. Ja, so, also. Und das ist nicht der einzige Terroranschlag. Es sind hunderte Terroranschläge. Wir haben seit dem 11. September 2001 über 30.000 islamische Terroranschläge. Merken Sie was? Ja, das muss aufhören. Ist doch ganz einfach. So, und wo ist jetzt der böse Islam und nicht der böse Mensch? Die Doppelmoral stört mich. Wenn das nicht macht, ist er ein guter Mensch. Wenn das macht, ist die Religion böse. Ich habe Ihnen gesagt, Menschen sind unterschiedlich. Wir sagen niemals, alle Moslems sind gleich. Aber die Schrift ist gleich. Der Koran hat diese Tötungsbefehle. Und diese Gefahr muss, diese Religion muss entschärft werden von den gefährlichen. Natürlich, weil die Tötungsbefehle drinstehen. Merken Sie was? Es ist ganz einfach. Müssen wir es 1000-mal erzählen? Die Tötungsbefehle, sind Sie Moslem? Ja, warum sagen Sie es nicht? Ich bin Atheist. Sind Sie Moslem? Ja, also mir kommt so vor, als wenn Sie den Islam jetzt verteidigen wollen. Wenn Sie jetzt gesagt hätten, ich bin Moslem, dann hätten Sie gefragt, sind Sie bereit, dass Sie mitmachen? Wissen Sie was? Was wir jetzt hier erleben, ist nicht nur eine Diskussion hier in Stuttgart auf dem Schlossplatz. Das ist eine Diskussion, die wird bundesweit geführt, die wird in ganz Europa geführt. Es geht um die Entschärfung des Islams. Es geht darum, dass der politische Islam verboten werden muss. Diese Diskussion ist beispielgebend. Und deswegen könnte ich Sie jetzt fragen, ob Sie bereit sind, dass der politische Islam verboten wird, die Scharia gestrichen wird und die Tötungsbefehle gestrichen werden. Also Sie haben jetzt meine Frage immer noch nicht beantwortet. Der nächste Punkt wäre, wenn es Sie denn so interessiert, was Sie hier alles so machen, ne? Warum gehen Sie denn nicht dort hin und reden mit diesen Menschen? Sie sind hier in Stuttgart, sind zu Gast in meiner Stadt und Sie sehen, Sie entertainen die Leute eigentlich durch. Hier läuft niemand mit einem Bombengürtel rum. Also wenn es Sie wirklich interessiert, warum tun Sie dann nichts dagegen? Warum sind Sie dann hier und entertainen die Leute? Wir entertainen niemanden. Wir sprechen über ein gravierendes Problem. Und wir sprechen mit den Moslems, die hier in Deutschland sind. Wir sind von Stadt zu Stadt unterwegs. Ja? Und sprechen überall mit Moslems. Und ich war erschüttert, als in Krefeld 20 Moslems applaudiert haben, als ich erzählt habe, dass mein Chef in Mumbai bei einem islamischen Terroranschlag getötet wurde. Wo noch 170 andere getötet wurden. Haben die geklatscht und Allahu Akbar gerufen. Sie rufen Allahu Akbar, genauso wie die beim Islamischen Staat Allahu Akbar rufen, wenn sie töten, genauso wie die Osmanen Allahu Akbar gerufen haben, als sie vor Wien standen. Das ist der Kampfruf des Islams. Allah ist größer. Sie implizieren dadurch, dass Sie in jeder Stadt auftreten, mit den Muslimen reden. Mein Aufruf ist, ich finde es gut, dass Sie mit den Menschen reden wollen, auf die Menschen zugehen, aber dann gehen Sie auch auf die richtigen Menschen zu. Weil Sie implizieren jetzt dadurch, wenn Sie sagen, wir gehen von Stadt zu Stadt, damit implizieren Sie unterschiedlich, dass in jeder Stadt gefährliche Muslime schlummern. Hier ist, sehen Sie sich doch bitte mal um. Ich habe doch nicht gesagt, dass hier gefährliche Moslems sind. Ich habe gesagt, dass wir überall mit Moslems sprechen, um an sie zu appellieren, dass der Islam entschärft werden soll. Weil sie sind doch auch gegen Gewalt. Sie sind auch gegen Töten. Sie sind auch gegen Frauenunterdrückung. Dann machen Sie doch mit bei der Entschärfung des Islams, dass genau diese Befehle wegkommen. Machen Sie mit. Du greifst nicht nach dem Mikrofon. Verstehst du? Du hältst dich hier an die Regeln. Sonst gehst du hinter die Polizeiabsperrung. Ja? Nicht nach dem Mikrofon greifen. Alles klar? So, jetzt antwortet er und dann kommst du dran. Aber schön höflich fragen. Und wenn du noch einmal nach dem Mikrofon schnappst, kommst du hinter die Polizei. Gewalt ist nicht an einem friedlichen Ort zu lösen. Was machen Sie hier?
So, also, das war jetzt keine befriedigende Antwort. Es ist eine... So, also, ich sage jetzt nochmal. Jeder Moslem ist aufgerufen, zu seiner Islamgemeinde zu gehen, zu dem Imam zu gehen und zu sagen, Leute, wir haben hier ein Problem mit der Gewalt, mit dem Töten. Macht mit, den Koran zu entschärfen. Wenn sie nicht mitmachen, stehen sie auf der falschen Seite. So, die Dame hat sich schon lange gemeldet. Wir sind viel auch mit Imamen im Gespräch. Ich habe mit der Ahmadiyya ein Videogespräch geführt am Dienstag in Erfurt. Ich rede mit allen. Ich würde mit Per Vogel reden. Ich würde mit allen möglichen Leuten reden. Weil dieses Ziel erreicht werden muss. Wenn es nicht erreicht wird... So. Servus. Aber Sie sind nicht darauf eingegangen, dass der Islam entschärft werden muss. Sie haben da... Das Problem ist, wenn Sie so etwas sagen, der Islam muss entschärft werden, dann impliziert es, was etwas ist, was es zu entschärfen gibt. Mein Problem ist mit dieser Aussage, dass Sie eine ganze Religion anschuldigen, dass sie gefährlich sei. Nein, doch nur die Bestandteile. Die Bestandteile, die gefährlichen Bestandteile. Nein, doch über Freiheit. Mein Problem ist mit dieser Argumentation ist, dass sie es so hinsehen, dass wenn man nicht diesen bösen Islam in Anführungsstrichen folgt, man ein guter Mensch ist, wenn man diesen Dingen folgt, dann ist der Islam schuld, nicht der Mensch. Ich habe nicht vom ganzen Islam gesprochen. Ich habe, Sie müssen mir zuhören, von den gefährlichen Bestandteilen. Ich habe vorhin den Islam gelobt, es gibt die Armenaufgabe. Das ist was, Sie müssen mir zuhören. Von was habe ich eben gesprochen? Von was habe ich eben gesprochen? Nee, Sie haben nicht zugehört. Ich habe eben den Islam gelobt. Für die Armenabgabe. Ja, genau, das ist was Positives. Ja? Und es ist auch nichts dagegen zu sagen, dass sich Muslime auf das Paradies freuen. Aber die Bekämpfung der Ungläubigen, der Ziel muss, weil sie glauben, das ist von Allah gewünscht, deswegen machen wir es. Gewalt wird von vielen schlechten Menschen ausgeführt. Also sie sind nicht bereit, dass sie gestrichen werden. Ich bin bereit dafür, dass Menschen gewaltfrei leben. Also lassen Sie drinstehen, die Tönungsbefehle, und hoffen darauf, dass nicht allzu viel passiert, oder? Wissen Sie eigentlich, dass nicht nur im Islam, sondern überall Gewaltbefehle herrschen? Ja. Wissen Sie was? Wir haben hier Gesetze. Wir haben Gesetze, dass das Töten verboten ist. Im Christentum heißt es, du sollst nicht töten. Im Koran steht, tötet sie, wo immer ihr sie findet. Merken Sie was? Da ist ein Unterschied. Und deswegen streichen der Tötungsbefehle. Dann sind wir beieinander. Bei wem liegt die Entscheidung, ob man dem Folge leisten will oder nicht? Bei dem einzelnen Moslem? Nein, bei dem einzelnen Menschen. Ja, nur ein Moslem fühlt sich davon angeleitet, weil ein Moslem das als Befehl Allahs akzeptiert. Deswegen. Das heißt mit anderen Worten, Sie erkennen nur Gewalt im Islam, sonst sehen Sie nur eine Gewalt. Leute, wir müssen der Ursache für jede Gewalt auf den Grund gehen. Wir müssen natürlich, wir wollen keine Kriege, wir wollen keinen Terror, kein Töten. Aber es ist jetzt das Thema, dass im Koran dieses Töten befohlen wird. Ja, und es wird seit 1400 Jahren ausgeführt. Also, streichen wir es. Ich bin nicht dafür, dass man es streicht. Ich bin dafür, dass die Menschen selber, denn es gibt nicht nur Korangewalt, es gibt überall Gewalt. Ich finde, wenn man den Befehl löscht, streicht, ist die Gewalt nicht beseitigt. Ja. Der Mensch muss sich selber dazu entscheiden, gewaltfrei zu leben. Wenn diese Sachen gestrichen werden, können keine Hasspredigten mehr in Moscheen durchgeführt werden. Sie nochmal, selbst im ZDF kam am Dienstag eine ausführliche, halbstündige Reportage über Moscheen in Deutschland, wo aus dem Koran vorgelesen wird. Ja, die Ungläubigen sind Schmutz, sind minderwertig. Ja, bekämpft sie, Dschihad ist richtig. Ja, und tötet sie ist legitim. Also, deswegen, wenn man es streichen würde, könnte kein Imam diesen Hass predigen in Moscheen. Das stimmt. Aber der Punkt ist der, ich kenne Ihre Regeln. Der Punkt ist der, wenn jemand schon so auf der Kippe steht, als gewaltbereiter Mensch, dass man ihm nur etwas sagt, dass man ihm nur sagen muss, tötet die Ungläubigen, und er das dann macht. Wenn ich jetzt diese Zeile streiche, dann wird irgendjemand anderes etwas zu ihm sagen, hey, dann ist es nächstes Mal vielleicht ein Nazi oder so, und sagt, tötet die Ausländer. Und dann, wenn er so hasserfüllt und gewaltbereit ist, wird er das tun. Es liegt nicht an Befehlen, sondern am Menschen selber, sich gegen Gewalt zu entscheiden und nicht dafür.
Also ich merke, Sie wollen da nicht so ran an diese Streichung. Ja. Okay, alles klar. Ja, also durchdeklinieren. Wirklich, weil ich muss jetzt wirklich einen Punkt nach dem anderen durchdekliniert werden. Nach dem 11. September, da wurden die USA angegriffen durch 19 Moslems in 4 Flugzeugen, die wurden ausgebildet in Afghanistan in Terrorausbildungslagern. Und da gab es eine Allianz der Staaten, die mit den Vereinigten Staaten dort diese Terrornester ausgeräuchert haben. Das müssen Sie sich jetzt anhören. Das war gerecht. Das war die Vergeltung für diesen Terrorangriff, der von Afghanistan ausgegangen ist. Und George Bush, die Amis haben denen ein Ultimatum gesetzt, der afghanischen Regierung. Liefert uns Osama Bin Laden aus, liefert uns die Terroristen aus, dann wird Afghanistan nicht angegriffen. Sie haben sich geweigert. Und dann kam völlig legitim dieser Angriff auf die Terrorausbildungslager. Und die Bundeswehr ist bis heute da, um dort Entwicklungshilfe zu leisten. Die versuchen dort, diesen Staat aufzubauen. Das Problem ist, der Islam in Form der Taliban, die sich dagegen wehren, wollen ihren islamischen Scharia-Staat. Das ist das Problem in Afghanistan. Wichtig. Ich möchte dazu sagen, Sie haben dazu Vergeltungsschlag gesagt. Warum berufen wir uns nicht wieder auf die UN-Charta? Sie war so wichtig, die Werte. Kein Staat darf einen souveränen Staat überfallen. Danach müssen wir uns richten. Das ist doch mit den Amis passiert. Die sind angegriffen worden von den islamischen Terroristen. Die Amerikaner sind ein souveräner Staat und da sind 4 Flugzeuge in einem kriegerischen Angriff in die Türme reingerauscht. So, und da müssen wir wirklich klar denken. Laut UN-Charta, wenn ein Land überfällt, heißt es, dass das Militär einmarschiert, nicht dass irgendwelche Terroristen oder was auch immer. Ich möchte noch was dazu sagen. Es ist extrem wichtig, dass wir uns alle informieren, und zwar in einem weiten Spektrum. Dass wir uns alle möglichen Medien aussuchen, nicht nur einseitig konsumieren. Dass wir die Gegenseiten konsumieren und dass wir uns dadurch eine eigene Meinung bilden, uns niemals spalten lassen. Deswegen finde ich es auch immer falsch, dass dann immer wieder im Christentum und Islam hier gespalten wird. Spalten Sie nicht, seien Sie friedlich. Leute, seid einfach friedlich und zählt euch zur Menschheitsfamilie und zur Friedensbewegung. Ja, Mann. Ich finde es ja gut, Ihre Philosophie ist ja gut. Wenn alle Menschen so denken werden, wenn alle Menschen so denken würden wie Sie, gäbe es keinen Terror, gäbe es keine Gewalt, wäre alles super. Aber leider Gottes haben wir halt diese Probleme mit den gefährlichen Bestandteilen des Islams. Hier geht es auch nicht um Christentum oder Islam. Ich bin selber Atheist. Mir geht es darum, dass wir den Frieden bei uns sichern. Was Sie sich wünschen, ja, wollen wir erreichen, indem wir die Gewalt aus dem Islam herausholen. Ist es denn so schwer nachzuvollziehen? Ich möchte dazu sagen, dass man sich, damit man diese Religion irgendwo einordnen will, muss man sich mit Politik, mit Geschichte, mit Geopolitik und mit Ressourcenkriegen auseinandersetzen. Dann versteht man nämlich ganz schön viel, was da die Absichten sind. Und mit der NATO-Osterweiterung, alles ab 1945 bis heute. Leute, bildet euch. Es sind aber andere Probleme. Der Islam existiert seit 1400 Jahren und da gab es keine geopolitischen Probleme mit sonst irgendwas, mit Öl. Der hat sich seit dem 7. Jahrhundert, hat er sich kriegerisch ausgebreitet. Verstehen Sie das? Das ist dieser weltliche Machtanspruch, dass das Prinzip des Dschihads, das Prinzip, andere zu bekämpfen, bis alles an Allah glaubt. Das ist im Islam-Prinzip seit 1400 Jahren. Darum geht es. Und es ist heute so aktuell wie im 7. Jahrhundert. Ich möchte dazu sagen, dass Europa in der griechischen Mythologie auch geflüchtet ist. Sie musste fliehen. Sie ist hierher geflohen, hat sich hier in der Mythologie hier abgesetzt. Aus Syrien eigentlich. Da müsste man sich, das haben wir jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Aber auch damit müsste man sich beschäftigen. Warum sehen wir uns nicht einfach als Menschheitsfamilie? Das ist meine Frage. Okay, alle Menschen werden Brüder. Wir hoffen, dass alles gut wird. So, Sie haben jetzt noch was. Als erstes muss ich sagen, ich bin Deutsch. Und ich bin 100% deutsch. Mein deutscher Name ist Vanessa, mein islamischer Name ist Fatima. Ich bin konvertiert aus Überzeugung. Ich möchte gar nicht das beschreiben oder irgendwas. Ich möchte Folgendes sagen. Ich wurde für eine Ausländerin gehalten und von Deutschen zusammengeschlagen. Ich lag im Krankenhaus, weil ich eine Ausländerin bin. Okay? Es waren Deutsche, meine eigenen Landsleute. Es ist nicht Islam, es ist nicht
Deutsch, es ist nicht Christ, es ist der Mensch. Ich wurde von meinen eigenen Landsleuten für eine Ausländerin gehalten. Soll ich Ihnen sagen, was das für Leute waren? Ich hake gleich ein. Das waren rassistische, nationalsozialistische Arschlöcher, sage ich mal ganz deutlich. Ja? Weil wir die genauso verachten, ja, wie jeden anderen Gewalttäter. Wer einen Menschen als Ausländerhure oder sonst was bezeichnet, ist ein Idiot und ein Rassist. Mit ziemlicher Sicherheit war das ein Nationalsozialist, ja, der eine falsche Ideologie hat. Er hat die Ideologie des Nationalsozialismus. Ja, die lehnen wir ab. Und die ist niedergeschrieben in meinem Kampf. Rassistisch, aggressiv. So, jetzt frage ich Sie mal, was hat Sie dazu gebracht, in den Islam zu konvertieren? Persönliche Gründe. Ja, Sie haben einen Muslim kennengelernt? Nicht. Also, haben Sie den Koran gelesen? Das war der Grund. Und da haben Sie Sure 4, Vers 34 gelesen, schlagt die Frauen, wenn sie widerspenstig sind. Und da fanden Sie, das war toll, oder? Natürlich, das ist alles Auslegungssache. Sie legen Wort für Wort etwas aus. Sie reden die ganze Zeit von Dschihad. Was bedeutet aber der Dschihad? Dankeschön! Der Dschihad ist der Krieg mit sich selber. Mit nicht ich töte ihn, weil er kein Muslim ist. Korrigiere ich gleich. Von dem Sie sprechen, das ist der große Dschihad. Das ist der Kampf mit sich selbst, mit dem inneren Schweinehund, also mit dem überwindet. Der kleine Dschihad ist der Kampf gegen die Ungläubigen. Wir kennen uns aus, Sie brauchen uns nichts zu erzählen. Der Dschihad ist in den großen Dschihad und den kleinen Dschihad unterteilt. Und der kleine Dschihad, das ist genau der Dschihad des Kriegführens, des Tötens. Wissen Sie? Und was das, den Frauenschlagvers anbelangt, Sure 4, Vers 34, da gibt es nichts zu interpretieren. Schlagt die Frauen, wenn ihr ihre Widerspenstigkeit befürchtet. Ja, fände ich als Frau ziemlich scheiße. Ich fände es auch scheiße, wenn ich lese, die Frauen sind euer Saatfeld, bestellt euer Saatfeld, wann immer ihr wollt. Sure 2, Vers 228. Das heißt, die Frau muss dem Mann jederzeit sexuell zu Willen sein. Auch finde ich als Frau nicht besonders toll, wenn da drin steht, Frauen erben nur die Hälfte im Vergleich zu einem Mann. Auch finde ich nicht besonders toll, wenn da drin steht, die Zeugenaussage einer Frau zählt nur halb so viel im Vergleich zu einem Mann. Das hat sie also bewogen, in den Islam zu gehen, weil der Islam so frauenfreundlich ist, ja? Sie reden immer nur von den schlechten Sachen, die da stehen. Was ist in Ländern passiert, wo Frauen keine Rechte hatten? Der Islam hat den Frauen Rechte gegeben. Glauben Sie das ernsthaft? Wissen Sie was, das haben wir heute schon mal gehört. Der Mohammed, den wollte ich gleich einhaken müssen. Vorhin war eine Frau da, die hat gesagt, dass Mohammed den Frauen Rechte gegeben hat. Das stimmt aber nicht, weil Mohammed hatte schon eine Frau geheiratet, bevor er den Islam gepredigt hat. Die war älter als er, die war Geschäftsfrau, die war selbstständig. Die Frauen hatten schon vor Mohammed ihre Selbstständigkeit. Die waren schon sehr, sehr weit. Und Mohammed hat es dann zurückgeworfen. Er hat gesagt, die Frauen dürfen nicht arbeiten, die sollen zu Hause bleiben, nur mit der Erlaubnis des Mannes. Er hat gesagt, jeder Mann darf vier Frauen heiraten. Ja? Steht alles im Koran. Ja? Super Beispiel. Warum darf ein Mann im Islam vier Frauen heiraten? Nehmen wir an, wir sind verheiratet. Ihre Cousine, der Mann stirbt. Und ihre Cousine ist alleine mit vier Kindern. Was macht die arme Frau? Sie dürfen diese Frau heiraten, aber warum? Damit die Kinder versorgt werden, damit es der Frau gut geht. Es ist nicht gesagt. Es gibt Voraussetzungen. Genau, es gibt bestimmte Voraussetzungen. Alle Frauen müssen gleich behandelt werden. Alle. Es ist für einen Schutz für eine Frau. Die Mehrehe ist nicht zum Spaß gedacht. Genau. Warum kann dann nicht auch so eine Frau, die vermögend ist, vier Männer heiraten und sie versorgen? Ja? Warum geht das nicht? Weil sie kann das nicht leisten. Sie kann nicht leisten. Sie kann es nicht leisten? Also ich kenne viele vermögende, selbstständige Unternehmerinnen, die haben mehr Kohle als wir alle hier zusammen. Die könnten locker vier Männer versorgen. Warum geht das nicht? Ich meine andere Sache. Nicht die Leistung. Kleindschihad, Großdschihad, das ist Kampf mit sich selber gegen diese Hürden in dem Leben, okay? Kleindschihad, es gibt Voraussetzungen. Der Islam, ich bin kein, also der Islam, also macht, sortiert
die Menschen, okay, in drei, lass mich sagen, Kategorien. Genau, Kategorien. Es gibt die Muslime, es gibt die Leute, die mit ihnen Frieden leben, und es gibt die Leute, die den Islam kämpfen. Also es gibt Voraussetzungen, um Dschihad zu betreiben. Und zwar, diese Leute sollen die Muslime zuerst greifen und danach, das ist Selbstverteidigung. Und ich bin nicht hier, ich bin nicht mit Dschihad, der hier in Europa, also die IS das machen, das ist kein Dschihad. Das ist Terrorismus. Was meinen Sie, wie der Islam von Saudi-Arabien nach Tunesien, nach Iran, nach Türkei, nach Irak überall gekommen ist? Was meinen Sie, wie der Islam dorthin gekommen ist? Ja? Was meinen Sie, wie er dorthin gekommen ist? Mit Dschihad, und zwar nicht mit Verteidigung, sondern mit offensivem, aggressiven Angriffs-Dschihad. Was ist dein Nachweis davon? Geben Sie mir... also der Islam hat von Saudi-Arabien aus mit kriegerischen Heeren, das ist alles in der Geschichte dokumentiert, der hat sich durch Nordafrika durchgepflügt. Innerhalb von 70 Jahren standen sie in Spanien, haben ganz Spanien erobert. Sie waren in Frankreich. Wenn bei Tours und Poitiers nicht Karl Martel gegen die islamischen Heere gesiegt hätte im Jahr 734 nach Christus, dann wären die islamischen Heere nach Europa rein. Auch im 16. Jahrhundert haben sie Europa bedroht, standen sie vor Wien, haben die osmanischen Heere unter Allahu Akbar vor Wien gestanden. Alles aggressiver Dschihad, Eroberungsdschihad, um den Islam überall an die Macht zu wählen. Also, zuerst, alle Religionen machen das, okay, was ist vor Kolonialismus? Viele arabische Länder wurden besetzt von europäischen Ländern, von Frankreich, und sie haben die Bevölkerung unter Druck. Was halten Sie davon? Das ist gleich. Alle Religionen versuchen politische Zwecke, also Zwecke durchzusetzen, und sie versuchen diese Religion zu benutzen. Sie sprechen jetzt vom Kolonialismus, das waren genau 100 Jahre im 19. Jahrhundert. Ja, wo europäische Nationen in der arabischen Welt waren. Davor waren arabische Nationen und haben Europäer versklavt, haben Afrikaner versklavt, haben dort über Jahrhunderte Herrschaft geführt und haben Millionen Afrikaner und auch Millionen Europäer versklavt. Das ist Fakt. Die Herrschaft des Islams, die über Jahrhunderte... Also im Islam steht... alle Menschen sind gleich. Es gibt keinen Sklaven. Entweder sie hat das falsch gelesen oder sie verbreitet die Lüge eigentlich. Mohammed hat selber Sklavinnen gehabt. Es steht auch im Koran, dass man auch Sklavinnen nehmen darf als Frauen. Da steht alles drin. Sie kennen den Koran nicht. Ja? Und im Koran steht auch nicht, dass alle Menschen gleich sind. Im Koran steht, dass Moslems die Höherwertigen sind und Nicht-Moslems die Minderwertigen. Wir können Ihnen nochmal all die Verse zeigen, wir haben es heute schon zigfach gezeigt. Juden und Christen, die nicht an Allah glauben, sind die schlechtesten Geschöpfe. Sura 8, Vers 55. Die Ungläubigen sind schlimmer als das Vieh, weniger wert als Tiere. Sie schütteln den Kopf. Es steht so drin. Schauen Sie nach. Koran, Sura 8, Vers 55. Ich halte. Okay, also ich spreche nicht so gut Deutsch, aber ich habe ganz verstehe, was du schon verstehst vom Koran. Es ist so falsch. Ich spreche Arabisch, habe Koran gelesen, schon im Herz. Viele Punkte. Wir haben hier den Koran aus Saudi-Arabien. Auf Arabisch, hier im Original. Ich kann es nicht mehr hören, wenn das Zeugs kommt. Ich habe den Koran auf Arabisch gelesen. So, hier ist er auf Arabisch aus Saudi-Arabien, Mutterland des Islams. Er ist legitimiert in der deutschen Übersetzung. Soll ich Ihnen jetzt zeigen, Sura 8, Vers 55? Die Gläubigen, die Ungläubigen sind minderwertig. Schlimmer als es viel weniger wird als Tiere. Er steht so drin, Arabisch hier und legitimiert deutsche Übersetzung. Wir brauchen uns nicht mehr über das unterhalten, was im Koran drinsteht. Wir müssen uns nur noch darüber unterhalten, ob ihr bereit seid, diese Verse zu streichen. Wir sind nicht nur bereit, uns als Minderwertige diffamieren zu lassen. Verstehen Sie das? Das Leugnen bringt nichts mehr. Sie können uns nichts erzählen, es steht nicht drin. Es steht drin. Du sagst, da steht was drin. Und das ist dein Argument. Aber
wir sprechen daran, wir verstehen genau, was das bedeutet. Wenn du sagst, dass alle Nicht-Muslime würden gestorben, das stimmt das nicht. Mohammed hat gesagt, dass jeder hat seine Religion. Wer kommt hin, ja, ich, Moment. Euch, eure Religion, ihr meine Religion. Ja? So, das steht in den frühen Versen des Korans, wo Mohammed noch keine Macht hatte, wo er noch keine Kriegsheere hatte. Sobald er Kriegsheere hatte, hat er gesagt, bekämpft die Ungläubigen, bis alles an Allah glaubt. Tötet sie, wo immer sie findet, ja, unterwerft sie. Das steht so drin. Sie haben jetzt gerade einen Vers zitiert aus der Anfangszeit, wo er noch keine Macht hatte. Die sind relativ harmlos, die Verse. Die späteren, als er Macht hatte, in Medina, die sind allesamt brutal und fordern das Töten. Wenn wir früher arabische Juden und alle Religionen in Jerusalem oder in Palästin zusammen, viele Jahre zusammen gelebt. Jeder hat seine Religion. Was sagt ihr dazu? Das ging eine Zeit lang, ging es gut, wenn Juden und Christen akzeptiert haben, dass sie weniger Rechte haben. Das ging auch in Spanien 800 Jahre lang gut, weil sich Juden und Christen unterworfen haben unter die Scharia, das islamische Gesetz. Aber wenn Juden und Christen gleichwertig leben wollen und sich gegen den Islam widersetzen, dann geht's los mit Kämpfen und Töten und mit der ganzen Chose. Nein, liebe Freunde, nachdem viele Leute, die von Spanien haben nach Tunesien gereist, gegangen. Und das ist, auch Tunesien war auch schnell. Er hat Religion, die meisten sind muslimische Leute. Und wir haben schon als viele andere Religionen, das mit uns leben. Und jeder hat einen Gott. Und wir sind diese Leute, die das eine Moschee, und nehmen die Moschee mit Kirche und die Kirche auf. Wissen Sie, warum das so ist in Tunesien? Weil da eine relativ moderate Regierung ist. In Tunesien gibt es aber auch die Ennahda-Bewegung, ich kenne die sehr gut. Die Ennahda, das sind im Prinzip Salafisten, Muslimbrüder. Und die wollen die Scharia errichten. Und sobald die an der Macht sind, dann geht es den Juden und Christen dreckig, da geht es ihnen schlecht. Das ist nämlich immer, es kommt immer darauf an, wer an der Regierung ist. Das war nämlich auch in Ägypten so. Als der Mubarak an der Macht war, der war moderat, da konnten Christen dort gut leben. Als die Muslimbrüder an der Macht waren, ist das gekippt. Da wurden plötzlich die Christen dann wieder als Minderwertige, als Ungläubige beschimpft, wurden Bomben in ihre Kirchen geschmissen. Wissen Sie was? Es ist so, dass es im Koran drinsteht in Befehlsform. Es kann jederzeit rausgeholt werden, wenn der Dschihad ausgerufen wird und wenn der Islam an die alleinige Macht kommen soll, wenn die Radikalen das befehlen. Und das ist das Problem. Sind Sie bereit, dass die Tötungsbefehle gestrichen werden? Ich habe noch eine letzte Frage. Ich nicht. Ich frage Sie. Dein Argument jetzt über Koran und später über etwas anderes. Bitte, du musst in einen anderen Schritt gehen. Nicht nutzen das und das. Und zusammen die Leute falsche Ideen. Also pass auf, wir kommen da jetzt nicht weiter. Es steht drin und wir müssen es verändern. Also zu der Frage, wie die Türkenbefehle streichen sollten. Erstmal finde ich, dass sie uns falsch sparen, weil wir können es machen. Das kann nicht geschehen. Zur zweiten Frage, und ich habe eine Frage an Sie. Sie haben ganz viele Verse zitiert. Vom Koran, dass Türkenbefehle, dass Christen minderwertig sind und Juden etc. Was ich nicht beschreiben kann, diese Verse stehen drinnen und das stimmt. Aber wir müssen auch bedenken, dass das Buch, dass der Koran vor über 1400 Jahren geschrieben wurde. Damals war eine ganz andere Zeit. Die Juden wurden genauso verfolgt wie heutzutage leider die Christen und die Juden. Und das gut heißt ich kein Stück. Ich bin selber Muslim, gläubiger Muslim. Und steht das, oder befürwortet das kein Stück. Aber Sie müssen bedenken, dass es in jeder Religion was gab. Was waren die Kreuzzüge zum Beispiel? Ich habe kein Stück mit Christen. Ich liebe Deutschland, ich liebe mein ganzes Leben und ich möchte mein ganzes Leben leben bleiben. Aber es gibt in jeder Religion
aufrufe zum Töten und zu Gewalt. Und das ist in keiner Religion gut. Die Leute verstreichen. Eine Frage an Sie habe ich noch. Also, jetzt machen wir mal eins nach dem anderen. Das Problem ist, wir gehen eins nach dem anderen ab. Er kann danach, ich arbeite ein Thema nach dem anderen ab. Du brauchst nicht dazwischen sein, sondern ich gehe ein Thema nach dem anderen durch. Und er kann gleich die Frage stellen, die er noch stellen wollte, aber ich muss erstmal ein Thema nach dem anderen abarbeiten, sonst können wir das nicht klären. Zu der Frage, Koran 1400 Jahre alt. Das Problem ist, dass er zeitlos gültig ist und dass die Befehle heute ausgeführt werden. Und deswegen müssen wir da heute rangehen. Jetzt im Jahr 2018 muss die Entschärfung des Islams, des Korans erfolgen. Ja, das ist der Punkt. Und das können wir machen in einer gemeinsamen Anstrengung in Deutschland. Da werden die islamischen Nationen eingeladen, da werden die Muslime eingeladen, da wird die deutsche Gesetzgebung, die Politik eingeladen. Das wird gemacht werden, weil es Deutschland nicht länger zulässt, dass diese Tötungsbefehle drinstehen und im Prinzip jeden Tag zu einer Radikalisierung führen können, wo wir dann mit der Gefahr eines Terroranschlags oder mit anderen Tötungsdelikten rechnen müssen. Verstehen Sie? Da müssen wir ran. Ja. Ein Punkt, ich distanziere mich vollkommen von den Tötungsbefehlen, zwar 100%, aber ich muss dazu eins sagen, was ist aber? Das ist so schön, ich distanziere mich davon. Aber wir müssen auch verstehen, dass Tötungsbefehle ausgeführt, wie der Herr gerade meinte, das ist eine müssen Menschen selber entscheiden und wir müssten daran arbeiten, dass die Menschen sich dagegen entscheiden, Prävention mit Aufklärung etc. pp., aber nicht damit, die Schrift, wie heilig ist und wie geschrieben geblieben ist, so zu ändern, weil, was Sie zum Beispiel nicht wissen, was ich glaube, was Sie nicht wissen, Sie meinten, Sie kennen es sehr gut auch, viele werden richtig zitiert. Es gibt im Islam, in jeder Moschee, die Sie kennen, gibt es sozusagen Erläuterungen, Erörterungen zu den Versen und teilweise eine Sura, die erste Sura enthalten hat zum Beispiel, bücherweise richtig erörtert wird, dass man nicht versteht. Der Herr meinte gerade im Arabisch gewesen, das hat ein ganz anderes auf Deutsch, weil die Wörter im Arabisch vor 1400 Jahren benutzt worden, können wir heute gar nicht mehr übersetzen, was da genau wurde. Also, ich sag dir gleich was zu der Übersetzung. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben den Original-Koran auf Arabisch aus Saudi-Arabien mit der legitimierten deutschen Übersetzung vom Ministerium für Islamische Angelegenheiten aus Medina. Der ist exakt so übersetzt worden, wie er gemeint ist. Ja, und ich habe es verglichen mit einem Dutzend anderen Koranausgaben. Es ist alles vom Inhalt gleich. Töten bleibt töten. Bekämpft sie bleibt bekämpft sie. Ja, sie sind Minderwertige, das ist alles so drin. Schlag die Frauen, alles so ist es im Koran. Und das ist die Gefahr. Wir haben Hinterhofmoscheen in Deutschland, da sind Imame, die predigen es Hunderten von Moslems in die Köpfe rein. Und das führt dann zu Hass, das führt zu Feindseligkeit gegenüber Deutschen und Nicht-Moslems. Das führt dazu, dass Terror geplant wird und ausgeübt wird. Merken Sie was? Ich würde dazu sagen, zu den Hinterhofmoscheen müssen wir eindeutig minimieren. Dezimieren, komplett. Da gebe ich Ihnen komplett recht. Aber, Sie müssen auch verstehen, Sie sagen die ganze Zeit, Christen sind minderwertig. Ich selber bin 17 Jahre alt, habe mein ganzes Leben lang den Islam von der nächsten Seite mitbekommen. Und mein Vater hat mich immer schon mit alle anderen auch an mich gepredigt. Schätze andere Religionen, respektiere sie, tue ihnen nichts Übles. Und genau zu diesem Islam, tötest du einen Menschen, ist es genauso, wie die ganze Menschheit tötet. Rettest du einen Sure 5, Vers 32. Sure 5, Vers 32. Wir haben es den Kindern Israels verordnet, dass wer einen Menschen tötet, ohne dass er ein Unheil verübt hat, oder ohne dass er selber einen Mord begangen hat, dann sei es so, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Und im nächsten Vers, Sure 5, Vers 33 steht, die aber, die den Islam und seinen Gesandten befehlen, die sollen getötet und gekreuzigt und Hände und Füße wechselseitig abgeschlagen werden. Das ist genau diese Stelle, die Sie gerade angesprochen haben. Merken Sie was? Es ist kein Tötungsverbot. Nur, ne, ganz schnell, wer ein Unheil verübt,